Das erste Sprintrennen der Saison ist absolviert und der Gewinner ist Max Verstappen. Ja, es war ein mega spannendes Rennen. Am Start hat sich ja Leclerc durchgesetzt, der ja eine deutlich bessere Reaktion hatte als Verstappen. Und ja, Verstappen hatte sich ja auch beschwert, dass die Gänge irgendwie nicht richtig funktioniert haben beim Start. Aber naja, Fakt ist, Leclerc hat das Ganze angeführt, hat eigentlich auch, muss man ja sagen, ja, 90%, wenn nicht sogar 95% des Rennens angeführt. Ja, am Ende ist ihm der Sieg ja so ein bisschen aus den Händen geglitten, aber kommen wir erstmal zum Anfang. Gab ja gleich einen kleinen Crash, muss man sagen, mit Zhou und Gasly, wobei ich sagen muss, aus verschiedenen Perspektiven sieht es auch wirklich anders aus. In der einen sah es aus, als ob Gasly eindeutig schuld ist, in der anderen sah es aber wieder aus, als ob Zhou ein bisschen zu aggressiv reingestochen ist, aber das sollen am Ende die Stewards entscheiden, deswegen habe ich den Job ja auch nicht. Ja, der Haas von Magnussen hat sich erstmal relativ gut gehalten, ist dann natürlich ein bisschen noch zurückgefallen, ist am Ende Achter geworden. Aber ich denke, es ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Es ist immerhin ein Punkt wieder für das Haas-Team, eine sehr starke Leistung. Mick ist am Ende Zehnter geworden, bringt ihm leider nichts für das Sprintrennen, weil ja, es nur bis zu Platz 8 Punkte gibt. Aber ich bin sehr optimistisch, dass er morgen die Rennpace halten kann, weil er hatte jetzt auch im Sprintrennen eine sehr gute Race-Pace und ich bin sehr gespannt, was er morgen noch reißen kann. Ja, ansonsten die beiden McLaren waren auch sehr stark, wieder vorne mit dabei. Der Aufwärtstrend scheint sich zu halten gegen ja, den Red Bull von Perez und Sainz und Ferrari, die ja weiter hinten gestartet sind aufgrund ihres schlechten Qualifyings. Ja, da hatten sie natürlich keine Chance, auch alleine wegen dem Topspeed und der Geschwindigkeit. Perez am Ende Dritter von 7 und Sainz von 10 auf 4, also auch eine starke Leistung. Und damit ist Sainz jetzt auch auf Platz 2 der Fahrer-WM tatsächlich, weil Russell hat ja keine Punkte geholt. Genauso wie Hamilton, die beiden Mercedes wieder ganz schwach. Russell morgen von Platz 11, meine ich, und Hamilton von 14, also ganz schwache Leistung von den beiden. Und Sainz ist dadurch, dass er noch 5 Punkte mitgenommen hat, jetzt in der WM, ein Punkt für Russell und damit eine Doppelführung für Ferrari in der WM. Wann hat es das zuletzt mal gegeben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also das letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass wirklich zwei Ferraris die WM angeführt haben, ich meine, das war 2010. Wo im ersten Rennen von Bahrain Vettel doch die Probleme hatte und Alonso und Massa ja den Doppelsieg eingefahren haben. Aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Auf jeden Fall, ja, starke Leistung. Und ja, ich bin sehr gespannt, was für Sainz und vor allem für Perez morgen noch drin ist, weil die hatten im Rennen jetzt, im Sprintrennen, eine sehr gute Pace. Auch Perez sehr, sehr stark. Und ich glaube, wenn das Ganze 2, 3 Runden länger gewesen wäre, dann wäre er an Leclerc auch noch vorbeigekommen, der ja am Ende Reifenprobleme hatte, wodurch er Verstappen ziehen lassen musste. Und ist natürlich bitter, wenn du kurz vor Schluss den Sieg wieder verlierst. Aber ich bin gespannt, wie es morgen läuft. Vor allem, welche Reifen Leclerc morgen nimmt, weil der Reifenabrieb schien beim Ferrari deutlich größer zu sein als beim Red Bull. Und ja, ansonsten, Vettel konnte seine Position nicht so wirklich halten. Aber damit war eigentlich auch zu rechnen. Damit musste man rechnen. Und ja, Bottas auch solide gefahren heute. Also, wie gesagt, es könnte morgen nochmal ein richtig spannendes Rennen werden. Vielleicht regnet es ja morgen auch nochmal, was ja nochmal zusätzlich Spannung geben könnte. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung im Moment, wer das Rennen gewinnt, aber ich denke, dass es sich im Normalfall zwischen Leclerc und Verstappen morgen entscheiden wird.